Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann dann jetzt zu euch machen, früh. Also, heute um 16 Uhr wandern ein paar richtig coole Produkte in den Shop vom Kreativdepot. Okay, ihr wisst, ich liebe unsere Produkte aus dem Shop vom Kreativdepot, weil das einfach für mich das schönste Hobby der Welt ist. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Kreativ sein, befreie die Seele, meine Seele. Und heute wandern in den Shop Erdbeermarmeladen-Labels. Obwohl, es sind nicht Erdbeermarmeladen-Labels, sondern es sind einfach Marmeladen-Glas-Labels. Aber das Coole dabei ist, man muss die nicht nur für Marmelade verwenden. Ich habe nämlich, und das zeige ich euch morgen, sie zweckentfremdet. Aber heute dreht sich erst einmal alles um die Marmelade. Oder Einmachgläser, ist ja wurscht. Und ich habe mir gedacht, weil meine Mama und ich, wir machen sehr viel Marmelade. Und zwar diesmal mit Himbeeren. Weil ich hatte in meinem Gefrierfach noch so viele Himbeeren, dass ich mir gedacht habe, wir machen jetzt eine frische Himbeermarmelade, weil die dann auch die Farbe behält, wenn man sie immer wieder frisch macht. Und deswegen friere ich die Früchte vorher ein und dann wird erst Marmelade draus gemacht. So, und ein Säckle Himbeer hatte ich noch übrig. Und ich fand das so, 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 so schön. Und deswegen habe ich mir gedacht, tun wir das so machen. Heute fehlen mir die Worte. Also, das soll ein Geschenkset sein. Das will ich verschenken. Da kommen zwei Marmeladengläser Himbeer rein mit einem schönen Holzkistchen. Ich habe dazu noch einen Löffel gepackt und hier noch ein bisschen dekoriert. Und es geht echt ganz easy und ganz schnell und ist echt eine schöne Geschenkidee. Vor allem, wenn man vielleicht einmal zum Frühstücken eingeladen ist, kann man einfach so mein Ladengläschen mitnehmen und schön dekorieren. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir machen das jetzt einmal zusammen. Das heißt, ich lege das jetzt mal auf Seite. Das ist das Marmeladenglas, das ist schon kühl. Die habe ich gestern schnell im Schnelldurchlauf gekocht. Und wir, also ich habe verwendet, Holz, das wollte ich euch zeigen. Also, die Himbeere will ich noch verwenden, die kommt an das Geschenkset mit dazu. Dann habe ich verwendet die zwei Labels, also das Label und das für die Mitte. Dann habe ich verwendet dieses coole Stempelset, da ist die Himbeere raus, da gibt es auch noch viele andere Beeren, die ihr da verwenden könnt. Und dieses Stempelset. Da habe ich Marmelade raus und Himbeeren. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere. Gelee-Kompott finde ich auch sehr cool. Mousse finde ich auch nicht schlecht, weil nicht jeder macht Marmelade. Viele machen ja auch Gelee oder Kompott oder wie gesagt Mousse aus bestimmten Früchten. Und deswegen finde ich das echt eine richtig coole Sache. So, gut, dass mir das nicht wieder wegrollert. Die lege ich mir jetzt mal da drauf. Ihr seht noch, da ist noch der Zettel von der letzten Marmelade drauf und ich habe so geschrubbt und ich habe beim Spülen den Zettel nicht mehr richtig abgebracht. Jetzt habe ich ihn einfach mal drauf gelassen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe mein Zeug nicht gespült, gell? Doch, ich habe mein Zeug gespült, nur manchmal ist es so hartnäckig, dass es nicht runtergeht. Aber ich meine, das lasse ich jetzt drauf. So, der Deckel als allererstes. Voll easy. Das ist so ein Packpapier, das habe ich hier. Ihr könnt auch Servetten nehmen. Da schneide ich mir Vierecke raus, klemm das kurz mal drumrum, nimm das wieder ab und orientiere mich an diesem Kreis und schneide einfach mal die Ecken kreisförmig ab. Mehr müsst ihr auch gar nicht machen, weil das Coole ist, das sieht man ja nicht, wenn ihr das da drüber spannt. So, das heißt, so, also einmal abgeschnitten. Dann backen wir uns unser Marmeladengläschen. Das kommt da natürlich wieder drauf. Und ich habe jetzt was vergessen. So, damit mir das nicht verrutscht, mache ich auf den Deckel ein ganz kleines, ganz kleinen Kleber, beidseitiges Klebeband. Klebt das drauf. Normalerweise könnt ihr da euch einen Gummi drum spannen und könnt dann euer Band drumlegen. Ich habe bloß keinen Gummi da, deswegen müssen wir das so machen. So, einmal darum und dann ziehen wir uns das fest. So, noch einmal, das ist abgerutscht.
So, und jetzt machen wir uns da an Knoten hin. Schleife kommt später. Also, so. Und dann schnappen wir uns. Das rutscht mal ein bisschen auf Seite. Habe ich schon mal ausgestanzt, dieses coole Label. Auf dieses Label kommt nochmal ein weißes mit drauf, nochmal weiß. Weil ihr habt nämlich in dem Set, so, ihr habt nämlich im Set einmal das und einmal das. Und ich finde cool, ich finde es cool, dass das eckig ist. Das muss nicht immer rund sein. Und ich würde sagen, wir kleben und stempeln jetzt einfach mal. Das heißt, ich klebe jetzt dieses Etikett, wenn der Winter klebe, also in weiß da oben drauf. So, sehr schöner Kontrast, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt schnappe ich mir meine Stempel als allererstes. Marmelade und dann Himbeer und dann die Himbeeren und die Dumme da jetzt einfach versetzt draufstempeln einmal und die Blätter nochmal da unten und fertig ist das Etikett. Also das finde ich so, so schön. So, und jetzt ist wichtig, brauchen wir wieder unsere Marmelade. Jetzt machen wir unseren Knoten ein bisschen auf. Ich schiebe das jetzt da durch und wir kleben das da oben dran fest. Das heißt, wieder beidseitiges Klebeband, so ein ganz, ganz kleines Stück kommt da oben drauf. Ja. Jetzt willst du den drunter. So, da kleben wir den runden drauf. Und jetzt zurre ich unsere Schleife zu. Also, dass es so aussieht. So, und dann haben wir da nämlich ein schönes Schleifchen. Das Band gibt es nicht im Shop von Kreativtwo. Das habe ich mir irgendwo mal mitgenommen. Ich müsste jetzt lüg wo. Boah, ich kann es euch gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, Rossmann oder so. Ich kann es nicht genau sagen. So, auf jeden Fall. Um dieses Etikett festzumachen, man könnte das Etikett auch so lassen. Das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, wir machen jetzt da ein Klebeband hin. Und dann kleben wir das auf das Glas drauf. Einmal oben und einmal unten das Klebeband drauf. Abziehen. Und natürlich gerade aufs Glas kleben. So, und dann schaut es so aus. Jetzt fehlt mir da oben noch was. Ich habe nochmal eine Himbeere ausgestanzt und mit der Hand nochmal ausgeschnitten. Da gibt es keine Stanze dazu, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Dann tun wir es halt immer mit der Hand, auch wenn ich ein voller Sack bin, mit der Hand ausschneiden. So, das kommt da drauf geklebt und fertig ist unsere wunderschöne und unsere wunderschöne Marmelade mit dem selbstdesignten Label finde ich sehr, sehr cool. Kann man jetzt eigentlich auch so verschenken, ne? So, dann habe ich mir noch ein Löffelchen rausgesucht. Wir haben im Shop doch solche durchsichtigen Dots. Die verwende ich ja ganz viel. Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Die klebe ich mir jetzt einfach dahin und dann kann ich dieses Holzlöffelchen perfekt damit rankleben und dann kann man das eigentlich wieder super mit abnehmen. So, und jetzt ist die Marmelade schon mal fertig. Ich habe mir dann noch gedacht, wir zaubern noch eine Himbeere in diesem Stil und zwar, dass man das mit hinhängen kann und in diese Himbeere, das ist ein Anhänger, kann man wunderschön noch was mit reinschreiben. Das heißt, ihr schnappt euch einen Farbkasten, der für euch der schönste natürlich ist. Und dann schnappt ihr euch Wasser, Farbe. Hausmarkenpapier habe ich da wieder verwendet. Kein Aquarellpapier. Das könnt ihr auf jeden Fall verwenden, wenn ihr nicht 100 Mal über dieselbe Stelle pinselt.
Und dann tue ich jetzt einfach ganz wild die Himbeere hier bemalen, so wie es euch am besten gefällt. Und dann warte ich kurz, lasse das trocknen und bemal nochmal kurz drüber und dann gibt es diesen, ja, diesen Effekt. Dann jetzt einfach nochmal ein bisschen mit Grün. Also mehr muss man da gar nicht machen. Guckt doch mal, was für Farbkästen ihr habt. Wenn ihr nichts habt, wir haben im Shop ganz viele kleine Farbkästen. Ihr könnt auch einzelne Farben kaufen, finde ich auch nicht schlecht. So, und das muss jetzt natürlich trocknen. Deswegen nehmen wir schon mal das Getrocknete. So, weil ich wollte da drauf noch mal stempeln. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Stempel hin habe. Ich habe das Stempelset gefunden. Und zwar haben wir ja noch ein Stempelset. Und das ist sau schön. Sommer aufs Brot. Liebe im Glas. Pflaumenkuss. Guten Morgen, Gruß. Liebe im Glas. Guten Morgen, Kuss. Liebe aufs Brot. Rumtopf. Liebe im Glas. Liebe aufs Brot. Erdbeerliebe. Handmade. Himbeer. Also es ist bei Liebeskummer, Apfelmus, Umarmung im Glas. Also arschgeil. Ganz ehrlich, das ist ein Must-Have. Liebe im Glas kann man nicht nur verwenden für Marmelade, sondern für auch noch ganz, ganz andere Sachen, auch für Sirup oder was euch so in der Küche einfällt, was man so verschenken kann. Erdbeerliebe finde ich ja cool, kann man ganz viele, es gibt dort diese Schaumstoff-Gummibärchen, Erdbeeren, die kann man ja in ein Glas stopfen und das draufkleben. Also ganz viele Möglichkeiten und ich wollte den jetzt in Schwarz, Liebe im Glas. Also Marmelade ist wirklich Liebe im Glas, weil bis sowas fertig ist, so ein Marmeladenglas selber gemacht, das dauert ja schon ein wenig, ne? So, das stempeln wir da drauf. Und jetzt, also wie schön das ausschaut, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jetzt schnappen wir uns mal ein Kistler. So, und in das Kistler kommt jetzt nochmal eine Marmelade rein, weil eine Marmelade, die, also eine Marmelade, die langt nicht. Wir brauchen schon zwei. Es würden auch drei, wären auch schön gewesen. Also dreimal Marmelade finde ich auch gut. So, die kommt da mit rein. Und jetzt soll mein Anhängerle da noch mit hin. Wir können dann das Anhängerle, obwohl, das können wir auch mit rein. Das können wir mit rein legen. Das schaut auch schön aus. Mal gucken. Ich lege es jetzt erst einmal mit rein, mein Anhängerle, oder ich hänge es dahin. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Aber wir stecken das jetzt daher, weil es so schön ist, weil da kann man wunderschön den Gruß reinschreiben. So, ich hoffe, wie immer, meine Idee hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst euch ein bisschen was einfallen. Ich bin gespannt, was ihr zaubert. Und heute Nachmittag um 16 Uhr findet ihr die neuen Produkte im Shop von Kreativdepot. Ich drücke euch von Herzen. Vielen Dank für eure Herzchen und eure Kommentare. Ich freue mich immer riesig drüber. Ciao!